Hallo und herzlich willkommen zur 16. und damit zumindest vorerst letzten Folge zum verrückten Recht, lustige Gesetze und Urteile. Einfach weil das quasi die letzten Gesetze sind, die mir noch so vorliegen. Wenn ich irgendwann mal vielleicht mehr gesammelt habe, könnte es eine Fortsetzung geben. Bis dahin aber wollen wir uns jetzt einfach den neuen, oder neu sind sie nicht, aber den noch nicht vorgestellten Gesetzen widmen. Und ich hoffe, dass ihr trotzdem viel Spaß dran habt. Und ja, fangen wir an natürlich mit Nummer 1, dem Altbiker. Das ist ein Gesetz aus Idaho Falls, das liegt im Bundesstaat Idaho der USA. Und da ist es Personen über 88 Jahren verboten, Motorrad zu fahren. Ja, fragen wir uns wieder warum, eventuell zur Unfallgefahr, warum gerade 88 Jahre? Oder vielleicht, weil es die entsprechende ja, Symbolzahl ist, die mit Nationalsozialismus in Verbindung gebracht hat, obwohl wir Deutschen da eher Vorreiter sind, irgendwelche Zahlen mit solchen Hintergründen zu verbieten. Wissen tue ich es wirklich nicht, aber auf jeden Fall, wer ganz alt ist, hätte in Idaho Falls ein paar Problemchen. Aber wie immer gilt, die meisten dieser Sätze sind uralt, haben heute nicht mehr so die Bewandtnis und werden in der Regel auch nicht mehr vollstreckt. Aber manchmal, gerade in den USA, kommt ein pfiffiger Anwalt daher, kramt so ein altes Gesetz raus und da gilt ja tatsächlich, solange ein Gesetz nicht außer Kraft gesetzt ist, kann es noch im Bedarfsfall vollstreckt werden. Das bringt uns nach Frankreich und da ist das Küssen auf Bahnübergängen verboten. Was sich eigentlich einigermaßen logisch anhören sollte, denn, naja, Bahnübergänge sind natürlich gewisserweise ein gefährlicher Ort und gerade beim Küssen kann man eventuell doch mal Zeit, Ort und Orientierung verlieren und ja. An sich finde ich das Gesetz gar nicht mal so verrückt. Ich finde es so ein bisschen sehr spezifisch. In Minnesota, in den USA, ist es verboten, nackt zu schlafen. Stellt sich natürlich auch die Frage, wer überwacht das? Kommt die Polizei? Juhu, schönen guten Tag, Durchsuchungsbefehl. Heben Sie mal die Bettdecke hoch. Gut, schwer zu sagen, die würden eh die Tür aufmachen. Aber auch hier glaube ich, wo kein Kläger, da kein Richter. Was soll schon passieren? Aber streng genommen ist es verboten. In Fairbanks, im Bundesstaat Alaska der USA, ist Elchen die Paarung auf dem Bürgersteig untersagt. Klingt einigermaßen nachvollziehbar, Frage ist natürlich, wie macht man den Elchen das klar? Und was passiert, wenn ein Elch dagegen verstößt? Wird er abgeschossen? Ich weiß es nicht, in den USA ist sowas denkbar. Aber an sich, ein Gesetz gegen ein Tier zu richten, ist an sich Humbug, weil es das Gesetz einfach nicht versteht. Aber gut, das ist eine philosophische Grundsatzfrage. Ich lasse sie mal im Raum stehen. Kann sich ja jeder gerne eine eigene Meinung dazu bilden. In Heathrow, im Bundesstaat Maryland der USA, ist es strafbar, sich mehr als eine Sekunde zu küssen. So ein ähnliches Gesetz hatten wir schon mal. Da waren es, glaube ich, 5 Minuten. Aber ja, da ist schon eine Sekunde die Obergrenze. Ich vermute auch, dass das nur in der Öffentlichkeit gilt, weil erstens zu Hause, warum soll es dann kein Problem sein oder allgemein in geschlossenen Räumen? Und zweitens, wer soll es wieder kontrollieren und vollstrecken, ne? In San Antonio, im Bundesstaat Texas der USA, ist das Flirten bzw. das Reagieren auf Flirtversuche mittels Blicken und/oder Handgesten verboten. Also das klassische Zuzwinkern oder auch ein verschmitztes Lächeln könnte man fehlinterpretieren als Flirtversuch, beziehungsweise vielleicht sogar richtig interpretieren als Flirtversuch und das ist dann schon verboten. Warum das so ist? Ich habe leider keine Idee. Könnte natürlich was damit zu tun haben, dass es vielleicht früher vermehrt in dieser Gegend eventuell Prostitution gab. Das weiß ich nicht. Konnte ich auch nicht rausfinden. Aber das Einzige, wo man sich vorstellen könnte, dass sowas ein Problem wäre, wäre vielleicht, wenn das übermäßig betrieben wird. Damit kommen wir nach West Virginia, was natürlich auch in den USA liegt. Und da ist es Kindern verboten, die Schule zu besuchen, wenn sie nach Zwiebeln riechen. Also für alle, die den Film Zwiebeljack nicht kennen, was so bestimmt 99,8% sind, weil der Film als Schläferz gilt und eigentlich gar nicht so schlecht ist, persönlich muss ich sagen, es ist ein ziemlich lustiger Western. Aber ja, der Zwiebeljack ist verboten, wer nach Zwiebel riecht als Kind, der darf nicht die Schule besuchen. Das öffnet für ein Kind auch ganz neue Möglichkeiten, die Schule zu schwänzen, meines Erachtens. In Großbritannien ist es Frauen verboten, Schokolade in öffentlichen Verkehrsmitteln zu verspeisen. Nein, keine Ahnung, warum das schlimmer ist als ein Kaffee trinken, ein Burger essen oder was auch immer, aber Schokolade ist offiziell in öffentlichen Verkehrsmitteln nur zum Transport erlaubt, es darf nicht verspeist werden. Keine Ahnung warum. Auf der Insel Sark in Großbritannien
ist es Männern gestattet, ihre Ehefrau mit einem Stock zu schlagen, solange dieser nicht dicker als ein Finger ist und kein Blut spritzt. Ein ziemlich krasses, brutales Gesetz, muss man mal ganz ehrlich sagen. Woher das kommt, ist auch fraglich. Das muss wahrscheinlich schon sehr alt sein. Heutzutage wäre sowas massiv undenkbar. Und gerade diese sehr starke Spezifizierung, dass der Stock nicht dicker als ein Finger sein darf und kein Blut spritzt. Alter, unvorstellbar, ganz ehrlich. Machen wir am besten weiter. In Detroit, im Bundesstaat Michigan der USA, ist es Männern verboten, an Sonntagen ihre Frauen böse anzuschauen. Auch das ist natürlich eine weite Auslegungssache. Wann guckt er böse, wann verkniffen, wann hat er nur eine Blähung? Schwer zu sagen. Aber streng genommen ist das halt verboten. Warum? Auch das ist unbekannt. Sonntag deutet meist auf den Heiligen Tag hin, wegen der Christianisierung. Aber auch hier nicht verständlich. In Tennessee, in den USA, ist es verboten, jemanden ein Feigling zu nennen, wenn er ein Duell verweigert. Ja, gut. Heutzutage werden wahrscheinlich auch Duelle da verboten sein, bin ich mir nicht sicher. Aber allgemein dürfte das Gesetz relativ obsolet sein. Aber anscheinend fühlt sich jemand damals in seiner Ehre sehr stark gekränkt und hat tatsächlich dann einen Erlass bewirkt, dass er nicht Feigling genannt werden darf, wenn er sich weigert, an ein Duell teilzunehmen. In Columbia, im Bundesstaat Pennsylvania der USA, ist es Piloten verboten, weibliche Flugschülerinnen mit einem Staubwedel über das Kinn zu streicheln. Jetzt lasst euch das Gesetz mal auf der Zunge zergehen. Mal davon abgesehen, dass der erste Menschenverstand sagt, ja klar, sexuelle Belästigung, gut, okay. Aber nimmt man das mal auseinander. Weibliche Flugschülerin, also nur Frauen, wenn es ein Kerl ist, ist es okay. Mit einem Staubwedel, alles andere ist auch okay. Egal was das ist, meinetwegen nur eine Feder, ein Kissen, nun, keine Ahnung, eine Feile. Über das Kinn zu streicheln, alles andere ist okay. Also wenn ein dieser Kriterien nicht erfüllt wird, dann ist das theoretisch okay. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Also wenn es ein männlicher Flugschüler ist, dann darfst du mit dem Staubwedel über das Kinn fahren. Oder wenn es eine weibliche Flugschülerin ist, dann darf ich ihr mit dem Kissen übers Kinn fahren. Oder noch was anderes, weibliche Flugschülerin mit dem Staubwedel über Intimsphäre. Hallo? Wer hat das Gesetz gemacht? Donald Trump? Nein, aber ohne Witz. Also das ist so spezifisch. Das ist natürlich aus einem Urteil abgeleitet, ganz, ganz sicher. Auch wenn ich das Urteil nicht gefunden habe, ganz, ganz sicher ist das aus einem Urteil abgeleitet, weil das so spezifisch ist. Aber absoluter Quatsch, das so einzuschränken. In Blight, ja, jeder möge mich bitte korrigieren, ich bin mir nicht sicher, ob so ausgesprochen wird, ich vermute es nur. Im Bundesstaat Kalifornien, die USA, ist es verboten, Cowboy-Stiefel zu tragen, solange man nicht mindestens 2 Rinder besitzt. Klingt ein bisschen komisch, ist ein bisschen, aber ergibt eigentlich Sinn. Cowboy, Kuhjunge, also die typischen Kuhhirten des Westens. Ja, wenn man nur ein Rind hat, dann finde ich das auch zu wenig und gar kein Rind sowieso. Also versteht sich schon, quasi so eine Art, ich sag mal, erster Patentschutz auf den Namen Cowboy und als Markenzeichen Cowboy-Stiefel. Ja, finde ich sogar irgendwie ganz stylisch, finde ich gut. Im Bundesstaat Massachusetts, der USA, ist es Trauernden verboten, während der Totenwache mehr als 3 Sandwiches zu verzehren. Wer das überwacht, weiß ich nicht, ob da ein Pastor, Pfarrer, was auch immer daneben steht und zählt, wie viele Sandwiches gegessen werden. Keine Ahnung. Und warum das so schlimm ist, ist auch die nächste Frage. Kann mir nur vorstellen, irgendwann einer hat mal das ganze Buffet weggefuttert. Oder das halbe Buffet. Ein Richter war in der Nähe. Und der hat gesagt, jo gut, müssen wir das gegen tun, komm, machen wir ein Gesetz. In Holyoke, im Bundesstaat Massachusetts der USA, ist es verboten, den Rasen während des Regens zu bewässern. Ja, so ein ähnliches Gesetz hatten wir schon mal aus Großbritannien, wenn ich nicht täusche. Hier gilt dasselbe wie auch dort. Finde ich an sich sinnvoll. Es macht keinen Sinn, es ist Verschwendung von Wasser und auch von Energie, denn das Wasser muss damit irgendwie betrieben werden. Gut, kann natürlich auch aus einem hochgelegenen Wasserbehälter stammen, da ist natürlich der Wasserdruck alleine da. Aber ja, an sich ein sinnvolles Gesetz. Auch wenn es erstmal komisch klingt. In Israel ist das Züchten von Schweinen verboten. Bei Zuwiderhandlung muss das Tier sofort getötet werden. Gut, ersteres, wenn das Tier vielleicht da heilig ist, okay, einverstanden. Bei den zweiteren, das Tier deswegen sofort zu töten, finde ich, ist eine harte Maßnahme. Meine Güte, das finde ich ist nicht gut, aber gut. Das ist halt so, wie es ist. Und manchmal muss man Dinge auch einfach nur hinnehmen können. In Kirkland, im Bundesstaat Illinois der USA, ist es Bienen verboten, in bzw. über die Stadt zu fliegen. Ja,
Das wird die Bienen massiv interessieren und die werden sich garantiert daran halten. Bestimmt ist nie eine Biene über die Stadtgrenze geflogen. Mal ganz ehrlich, wird das so ein Gesetz gegen Tiere? Nicht prüfbar, nicht nachvollziehbar. Es gibt keine Strafe, wie Würmer die Bienen bestrafen sollen. Werden sie getötet vielleicht? Ich weiß es nicht. Heutzutage ja besonders undenkbar. Ganz einfach ein Quatschgesetz. In Hartford, im Bundesstaat Connecticut der USA, ist das Trainieren bzw. Erziehen des eigenen Hundes verboten. Finde ich auch krass. Darf der überhaupt nicht erzogen werden? Also Sitz, Platz oder so. Muss man zulassen, dass er seine Notdurft dann zu Hause verrichtet, weil das ja eine Art des Trainierens wäre. Das heißt, des Erziehens. Darf das also nur ein geprüfter Hundelehrer machen? Vermute ich jetzt mal einfach, um das abgeleitet. Aber an sich finde ich es totaler Quatsch. Weil meine Meinung ist, wenn man keinen braucht, dann kriegt man den Hund selber im Griff. Wenn man einen Hund nicht im Griff kriegt, dann sollte da ein entsprechendes Tieramt eingreifen. Und wenn ich den Hund in den Griff kriegen will und krieg's selber nicht hin, weil mir einfach die Fähigkeit fehlt, dann würde ich mir freiwillig einen Trainer suchen. Wahrscheinlich wie die meisten. Also auch absolut unverständlich. In San Francisco, im Bundesstaat Kalifornien der USA, ist es Elefanten verboten, die Market Street entlang zu gehen, es sei denn, sie werden an einer Leine geführt. Auch ein tolles Gesetz. Gut, dass man Elefanten das selbst nicht verbieten könnte, finde ich toll. Aber also, es ist Elefanten ja verboten, nur halt nicht, wenn sie an Leine geführt werden, also quasi Wildelefanten. Ja, totaler Quatsch. In Lehigh, im Bundesstaat Nebraska der USA, ist es verboten, die Löcher aus Donuts zu verkaufen. Als ich das gelesen habe, habe ich so gefeiert, weil das ist mal eine Marketingidee. Ich verkaufe die Löcher aus den Donuts. Das muss aber mal jemand gemacht haben. Und der muss wohl teilweise Erfolg gehabt haben und es muss wohl gereicht haben, das nicht als Betrug zu deklarieren. Klar, wenn er sagt, ich verkaufe dir ein Loch, willst du haben? Und der sagt, ja klar, da sagst du $5. Okay, einverstanden. Ist ja nichts Strebliches dabei. Er hat genau das geliefert, aber ja, anscheinend ging das irgendwann zu weit, man hat es verbogen, aber so genial einfach nur diese Idee und dass es echt Leute gibt, die da anscheinend mitgemacht haben. Im Bundesstaat Massachusetts, USA, ist es verboten, in den Regalen einer Bäckerei zu liegen. Möchte man wahrscheinlich vermuten, dass das Sinn ergibt, dass man das sowieso nicht macht, aber offenbar nicht für jeden, daher gibt es das Gesetz. Und ich habe hier leider keine Idee, was da wohl mal passiert sein könnte. Vielleicht ein armer Bäckersjunge, der immer sehr müde war. Man muss ja meistens sehr früh aufstehen. Das ist in den USA garantiert auch nicht anders. Vielleicht hat er es mal ein bisschen übertrieben und dann gab es einen Prozess. I don't know. Im Pueblo, im Bundesstaat Colorado der USA, ist es verboten, Löwenzahn anzubauen bzw. das Wachsen von Löwenzahn zu dulden. Ja, Löwenzahn, das wissen viele gar nicht, ist eine invasive Art. Der ist eigentlich nicht so grundlegend heimisch. Und als invasive Art, die sich sehr schnell verbreiten kann, wir alle kennen die Schirmchenflieger, die wir als Pusteblumen bezeichnen, und seinen niedrigen Anforderungen, er wächst quasi, wie man hier auch sieht, überall, fast überall, hat er sich natürlich schnell als Unkraut breit gemacht, obwohl das ein sehr unschönes Wort war, aber gut, das ist dann jetzt eher in Richtung biologische Philosophie, das lasse ich jetzt mal. Von daher verständlich, dass es verboten ist, den anzubauen und das nicht zu dulden, dass man ihn also entfernen muss. Ich muss auch gestehen, ich glaube, das ist die einzige Variante, wie man überhaupt eine Stadt eine Zeit lang davon freihalten kann, wenn wirklich alle mit anpacken. Aber ja, sehr spezifisch. Im Bundesstaat Massachusetts der USA ist es verboten, sich mit Wasserpistolen zu duellieren. Auch hier weiß ich nicht, was passiert ist. So schlimm kann es nicht gewesen sein. Immerhin, das ist nur Wasser. Aber vielleicht hat ein junger Mann den Erwachsenen nass gespritzt, der das gar nicht gern gesehen hat und dann gab es entsprechenden Prozess oder so, wir wissen es nicht. Lassen wir auch einfach so stehen, ist ein bisschen schade. In Boston, im Bundesstaat Massachusetts, der USA, ist es nur mit ärztlicher Anordnung erlaubt, ein Bad zu nehmen. Dass das Gesetz heute garantiert nicht mehr so vollzogen wird, brauchen wir nicht drüber reden. Schon alleine, dass eine gewisse Grundhygiene zu empfehlen ist. Aber nur mit ärztlicher Anordnung wird auch sehr viel Aufwand darstellen. Stellt euch vor, ihr müsst jetzt nicht nur zum Arzt, wenn ihr krank seid oder Bluttest machen lassen müsst oder sonst was, sondern auch jedes Mal, wenn ihr baden wollt. Die Wartezimmer sind jetzt schon randvoll und das wäre nicht denkbar. Ja, wir bleiben bei den Wasserpistolen, wo wir gerade schon waren, gehen allerdings nach Louisiana und da ist es Bankräuber verboten, Kassierer nach einem Überfall mit Wasserpistolen zu beschießen. Ich habe jetzt nicht die genaue Quelle gefunden, aber es gibt ein, nennen wir es mal, Gerücht.
weil es nicht bestätigt wurde. Es gab wohl mal ein Gerücht, dass es sich eine Gruppe Leute schwer bewaffneter Zugang zu einer Bank geschafft hatten und die Kassierer bedroht haben. Und nachdem der Überfall erfolgt war, das Geld halten, haben sie dann halt offenbart, dass es nur Wasserpistolen sind, indem sie damit rumgespritzt hatten. Allerdings waren die Leute so schockiert, dass es dann wohl angeblich zu diesem Gesetz kam. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, vielleicht angenehmer als wirklich in Gefahr gewesen zu sein. Muss man vielleicht auch mal so sehen. Aber okay. Also, wenn ihr Banküberfall macht in Louisiana, keine Wasserpistole mitnehmen. Ist nicht gut. Wir bleiben in Louisiana. Und da ist das Entkleiden im Badezimmer verboten. Also wenn ihr baden gehen wollt, müsst ihr euch wahrscheinlich vorher ausziehen. Oder mit Kleidung baden. Keine Ahnung, was dieses Gesetz bedeutet. Wer sich das ausgedacht hat, warum. Aber ja, es steht so geschrieben, ne? Papier hat Geduld, wie man so hört. Jetzt gehen wir nach Indiana, liegt natürlich auch in den USA. Und da ist es verboten, rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Angeblich, ich weiß jetzt nicht, ob das nur ein Rufmord ist, aber angeblich haben Frauen beim Rückwärtseinparken so viele Schäden verursacht, dass man dagegen vorgehen musste. Allerdings halte ich das, wie gesagt, für ein Gerücht in dem Punkt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt. Ist nur aus dem Forum raus und damit keine offizielle Quelle. Aber trotz allem, irgendwas muss mal passiert sein, egal wer oder was das war, dass das Gesetz dann zustande kam. Im Baldwin Park im Bundesstaat Kalifornien, der USA, ist das Fahrradfahren in Swimmingpools verboten. Mal davon abgesehen, dass die Mythbusters das mal getestet hatten, ob das überhaupt geht, hat man festgestellt, wenn man das Rad nicht speziell darauf auslegt, dass sich ein extra Rad baut, geht's gar nicht. Von daher ist das Gesetz eigentlich obsolet, es ist theoretisch gar nicht möglich. Aber wahrscheinlich ist damit gewollt, dass Fahrräder nicht bewusst oder absichtlich in Swimmingpools geraten, um die Wasserqualität nicht zu vermindern. Genauso sicher bin ich mir nicht, aber an sich, wie gesagt, ist es sinnlos, was zu verbieten, was eh nicht funktioniert. Im Bundesstaat Delaware der USA ist das Schnarchen in einem Flugzeug verboten. Auch spannend. Bedeutet das, wenn ich über den Staat fliege, muss ich aufpassen? Oder ist das, wenn der Flug dort startet, gilt das nur für den Luftraum? Ist spannend. Und dann, was soll überhaupt passieren? Wirft die Stewardess mich raus? Wäre wahrscheinlich keine gute Idee. Für keinen. Aber ja. Ist Quatsch, ist so niedergeschrieben, wer weiß warum. Kommen wir damit zum letzten. Schmerzensgeld für Diebe. Habe ich mir ja extra zum Ende aufgehoben. Fand ich nämlich auf traurige Weise lustig. Es gibt einen sehr kuriosen Fall aus den USA. Und da versuchte ein Dieb, die Radkappen eines Autos zu stehlen. Gut, soweit so bekannt. Aber jetzt kommt Folgendes. Der Fahrer hat das nicht bemerkt. Und er fuhr einfach unwissentlich los. Und dabei ist er den Dieb aussehen wie die Hand gefahren. Die Hand war natürlich futsch. Und der Dieb verklagte den Fahrzeugführer und gewann tatsächlich den Prozess und ihm wurde Schmerzensgeld zugesprochen, weil der Autofahrer hätte aufmerksamer sein müssen. Ist das mal nicht eine Sache, das läuft? Also, da fragt man sich immer, was ist nur los mit den Justizsystemen manchmal? Gut, damit sind wir auch bei dieser Vorlesung am Ende angelangt. Das sind jetzt 16 schöne Folgen geworden. Mal sehen, ob es in der Zukunft mehr werden. Wie gesagt, versprechen kann ich es nicht. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns vielleicht bei einem anderen Video wiederhören. Für alle, die dran geblieben sind, danke für die Geduld in diesem Video, dass ihr bis zum Ende mit begleitet habt. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß gehabt jetzt auch mit dieser letzten Folge. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr einen Daumen da lasst, ein Abo. Und ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss.